Willkommen zurück zu meinem eigenen Format hier auf unserem YouTube-Kanal School of Rush. Dank der NFL haben wir Bildrechte und ich kann euch jede Woche ein paar Quarterback-Hacks mitbringen aus der vorigen Woche, also dem vorigen Game Day. Und heute habe ich euch zwei Quarterback-Hacks mitgebracht von BJ Ojulari, den Zweitrunden-Pick von den Arizona Cardinals. Er hatte two piece, also zwei Quarterback-Hacks und erst ein zweiter und dritter Karriere-Sack. Seinen ersten hatte er gegen die Ravens Woche 8. Und da dachte ich mir, dem muss man ein bisschen Liebe geben, weil wenn du in deinem Rookie-Jahr zwei Sacks bekommst, ist das schon sehr, sehr gut. Ich hoffe, ihr lernt was, wie immer. Ich werde über alles reden, auf was man so ein bisschen achtet, was ist passiert. Und ich hoffe, euch gefällt das. Also, wir gucken mal rein. Hier ist der erste Sack. Es steht 14-15, Atlanta Falcons gegen die Arizona Cardinals. Kyler Murray kam zurück, hat das Ding dann auch gewonnen. So, was interessant ist schon mal, ich spiele es erstmal einmal ab. Ich höre doch mit, ich lese die Kommentare am Ende, meine Freunde. Das ist der Typ, der am Ende den Quarterback-Sack bekommt. Über den werden wir jetzt auch sprechen und highlighten. Ich spiele es erstmal einmal ab. So, Johnny Smith, der Tight End, bumpt ihn nur, geht auf seine Passroute. Was ist denn da passiert? Warum war er danach so frei? Holt sich den Sack gegen Tyler Heinicke. Easy, ne? Wir gehen wieder zurück. Bumm. Wir bleiben in diesem Sideline-View, also Sideline-Shot, weil hier kann man das gerade ein bisschen besser erklären, was da wirklich passiert ist. Als allererstes, was interessant ist, es ist 2014 und du hast hier ein 3-4, den Basefront, 3-4, 3 Defensive Liner und 2 Outside Linebacker. Das ist interessant, weil du könntest jetzt schon in deinem NASCAR-Paket sein, NASCAR wie Autofahren, NASCAR schnell deine besten Pass-Rusher drauf haben, weil es ist 2014. Mein Gott, wenn sie jetzt kurz laufen, ist eine Sache, aber eigentlich kannst du hier schon draußen sein und sagen, es ist Pass-Rush-Modus. Oh, warte mal. Ich muss meine Mütze umdrehen, weil ich gehe ein bisschen runter. Das ist hier wie bei Pokémon. Ash Ketchum. So. Was wollte ich jetzt? Ah, sorry. Wegen der Mütze habe ich mich gerade hier ein bisschen. Was passiert? Ich muss gleich mal stoppen. Boom. Jonnu Smith blockt kurz und rennt seine Passroute. Der linke Guard hier ist auf dem Pull, will damit verkaufen, weil er ist ein Play-Action-Pass, das ist ja Play-Action, ey, wir laufen den Ball. Nein, der Offensive Liner bleibt hinter der Line of Scrimmage und will dann sozusagen hier blocken. Das Problem ist, der Winkel, er nimmt diesen Winkel viel zu nah an der Line of Scrimmage. Diese Offensive Line darf nicht auf dieser Linie blocken, weil sonst sind sie Illegal Man Downfield. Das bedeutet, sie machen alles richtig, aber dieser Offensive Liner nimmt den falschen Winkel. Er müsste eigentlich hier in diese Richtung gehen, um sozusagen hier zu blocken. Weil, guck mal, was passiert. Ich gehe, guck wirklich auf diesen Offensive Liner gerade. Habt ihr das gesehen? Er ist in die Hacke gelaufen vom rechten Tackle, weil er zu nah an der Line of Scrimmage war. Er hat den falschen Winkel genommen. Also auch für Offensive Liner, die hier sind, vertraut mir, wenn ihr so ein Pullout habt, beim Pass Pro, nimmt diesen extra Yard, diesen Winkel, weil es passiert genau das. Das passiert so oft, ja. So. Dadurch rennt er, guck mal, er rennt hier, ey, komm her, ey, nein, ah, oh, nicht bekommen, gesackt. Ich bleib nochmal hier, ich muss es noch einmal zeigen, weil, oh sorry, mich hat jetzt jemand angerufen, eigentlich habe ich auf nicht stören. So, BJ bleibt draußen, er ist der Contain-Rusher, macht alles richtig, aber Jonnu Smith, sein Job ist es, ihn nicht richtig zu blocken, sondern einfach nur so einen Bump zu geben, damit der Offensive Liner genügend Zeit hat, rauszukommen. Jetzt rennt er aber außen lang. Ja, toll. Boom, zack, boom. Oh, guck mal diese Körperposition an. Die Körperposition attackiert sozusagen die innere Schulter. Aber als Contain Rusher musst du die Schulter sozusagen attackieren. Weil guck mal, was passiert. Boom, dieser Schritt von Tyler Heinicke nach hinten wieder. Und in der Position könnte es auch sehr gut sein, dass er abrutscht und Tyler Heinicke, okay, rennt raus, ich habe jetzt nochmal 2 Sekunden mehr ergattert und jetzt werfe ich die tiefe Bombe oder sowas. Aber BJ Ojulari hat echt eine Athletik, das habe ich zum ersten Mal gefühlt hier gesehen bei diesen Videos. Der geht so runter, droppt sein ganzes Körpergewicht, macht sich lang mit den langen Armen und holt sich da echt den Sack. Ganz geil gemacht. Wir gucken nochmal hier außen, die Amerikaner, die haben den schöneren Fall. Lass es einfach nochmal abspielen. Boom, einfach nur kurz, zack, Offensive Liner gestolpert, Offensive Liner rennt hinterher, Sack. Jetzt kommt der zweite Sack von Ojulari. Diesmal ist er hier oben. Und diesmal, Leute, es ist 3. und 9 und du hast 4 Rusher
der besten Pass-Rusher auf dem Feld, NASCAR. Warum, wie sehe ich das? Weil das ist hier Zaven Collins. Der ist normalerweise kein Defensive Tackle. Du hast deine besten Pass-Rusher auf dem Feld, auch genauso wie hier. Das ist kein Defensive Tackle. Ich lasse es abspielen, ganz oben, Ojulari kriegt den Sack. Boom, Tech-Stunt. Zaven Collins hatte die Chance, den Sack eigentlich zu holen, hat es nicht hinbekommen. Und deswegen gucken wir uns das mal an, was da passiert. Ich lasse es nochmal aus diesem Winkel abspielen. Die Amerikaner haben wieder schön reingemalt, aber ich erkläre es auch nochmal gleich, warum. Zaven Collins rutscht hier ab und BJ holt sich den Sack am Ende. Boom. So. Also, es ist schon sehr viel Gelb hier drin, aber ich hoffe, man kann es erklären. Zaven Collins ist gar nicht mehr auf dieser Schulter eine 3-Technik, sondern erst auf der inneren Schulter eine 4-Eye. Also er ist sehr, sehr weit. Warum macht er das? Weil er möchte der Penetrator sein. Ihr habt in den Kommentaren gesagt, benutzt nicht so viele amerikanische Wörter. Ihr müsst einfach nur lernen, weil du kannst nicht alles übersetzen. Es geht nicht. Der Penetrator ist der, der immer zuerst attackiert. Das müsst ihr euch jetzt merken. Der Penetrator ist der, der zuerst attackiert. Weil sein Job ist es, hier gerade, wie wir es hier schon eingezeichnet sehen, zu attackieren und diesen Offensive Liner mitzuziehen. Weil 65 guckt ja in diese Richtung. Das ist mein Mann. Jake Matthews, das ist mein Mann. Pre-Snap. Aber könnt ihr hier diese Hand sehen von Jake Matthews? Der ahnt schon, der ist schon schlau. Das ist einer der besseren Tackle in der NFL. Der hat seine rechte Hand schon da, guckt trotzdem nach außen, weil er weiß, in meinem Pass-Rush, sozusagen Kickback, es kann ja auch ein Game sein. Und es ist ein Text-Game. Text-Game, T, ist zuerst Defensive Tackle. Tackle, das ist der Penetrator, weil der Buchstabe T zuerst ist. Zaven Collins ist kein Defensive Tackle, aber in diesem NASCAR ist er der Defensive Tackle. Deswegen ist er der Penetrator, rennt hier durch und wird damit der Outside Contain Rusher. Er muss mit ihn blocken natürlich, weil was ist, wenn es kein Stunt ist? Weil er weiß ja nicht, dass es ein Stunt ist. Er muss erstmal mit. So, Jake Matthews geht auch nach hinten. Und hier sehen wir, BJ Ojulari macht erstmal den und dann rennt er den Loop. Der Looper ist der, der diese Kurve rennt als Zweiter. Wir nennen ihn Looper. Ihr müsst es lernen. Penetrator und Looper. So schwer ist es nicht, Leute. Jede Woche werdet ihr das wahrscheinlich sehen, weil warum macht man so eine Spiele, Stunts? Weil du rennst die ganze Zeit immer geradeaus und irgendwann weißt du Offensive Liner, oh, ist ja einfach, ich habe ihn unter Kontrolle. Und du als Defensive Line merkst dann, okay, die machen einen verdammt guten Job in ihrem Pass-Rush-Blocking. Lass mal jetzt anfangen, hier kreuz und quer ein paar Games reinzuschmeißen. Ne? Das ist das einfachste Game, Pass-Rush-Game, Text. Dann gibt es den X, wo der End zuerst crasht, ja, also der Penetrator und der Tackle loopt dann nach außen. Weil E für End. Deswegen. Boom. Hier stoppen wir es mal ganz kurz. Zaven Collins ist in einer Position, über ihn möchte ich jetzt gerade reden, weil er hätte eigentlich zuerst die Chance gehabt, diesen Sack zu haben. Jake Matthews übernimmt ihn, die 65 puncht ihn sozusagen nach außen, sie machen sozusagen ihre Übergabe, dadurch werden jetzt sozusagen ja, die Aufgaben einfach anders verlegt oder verteilt, weil sie diesen Stunt gelaufen sind. Aber Jake Matthews hat ihn gerade in dieser Position und hier kann ich ins Zeitloop gehen. Die innere Hand von Zaven Collins, könnt ihr das sehen, das ist ein anderes Rot, der Handschuh. Der hat die Hand am Handgelenk von Jake Matthews und er geht runter. Der tiefere Mann gewinnt jetzt in dieser Position und Hand Combat. Das bedeutet, beweg deine Hände, sei aktiv mit denen und er nimmt das Handgelenk und drückt ihn sozusagen weg von seinem eigenen Körper. Und dadurch wird Jake Matthews runterfallen und ist in einer schlechten Ausgangsposition. Guckt es euch mal an. Er kriegt den Arm weg, den äußeren Arm, boop, er Schulter nach unten. Und jetzt der innere Arm, du finishst jeden Pass-Rush-Move, Leute, merkt es euch. Jeder Pass-Rush-Move ist normalerweise mit einem Rip nach oben, weil du lehnst dich dann rein. Das Ende vom Pass-Rush ist immer Arm nach oben, Rip nach oben und ich lehne mich rein. Und guck dir das mal an. Du hast jetzt hier den Clean Shot, aber das Problem ist, er ist viel zu hoch und Tyler Heinicke spürt es und macht diesen Dip nach vorne im richtigen Moment, fliegt vorbei. Ojulari holt sich den Sack. So, jetzt achten wir auf den Looper. Ojulari, ne? Das ist der zweite, der hier, Leute. Boom, Schritt nach oben, damit dein Tackle diesen Schritt auch nach hinten macht. Wenn er diesen Schritt nicht nach hinten macht, dann ist dein Tackle normalerweise, Zaven Collins in diesem Fall, der kriegt direkt eine von Jake Matthews.
bumm, rum. Habt ihr das gesehen? Guck mal, wie der äußere Arm mit diesem Slap kommt. Bumm. Warum macht er das? Dieser Offensive Liner steht so. Damit hast du eigentlich eine sehr, sehr schlechte Ausgangsposition. Und als Looper willst du halt diesen extra Slap geben, die äußere Schulter noch nehmen und ihn weiter drehen, damit er einen 180 macht. Er schafft es nicht, aber er packt dich in eine gute Ausgangsposition. Die 65, muss man schon sagen, recovert hier eigentlich relativ gut. Und jetzt wieder diese Position. Guck mal an, diese Position ist die gleiche wie hier. Der tiefere Mann gewinnt jetzt in so einer Situation, wenn ihr seht, wo beide so sich reinlehnen. Wer schafft es, sich durchzusetzen in diesem Reinlehnen von beiden? Hier. Guckt euch das mal an, der innere Fuß hier. Ich hoffe, ihr müsst es auf euren Fernseher angucken, dann könnt ihr es größer sehen. Der innere Fuß geht eigentlich fast so, der stirbt und wird sofort gedroppt. Weil wenn du mit deinem inneren Fuß nach unten gehst, geht dein ganzer Körper weiter nach unten und du kriegst die Leverage, die du brauchst. Also sozusagen einfach, ne? Dann ist es ja physikalisch ist es denn besser für dich natürlich, weil du tiefer bist und nicht dagegen halten kannst. Und dann passiert das Gleiche. 65 rutscht ab, er benutzt natürlich noch den inneren Offensive Liner, dadurch squeezed er durch dieses Loch und dann ist er einfach nur dankbar, dass Zaven Collins den Sack verpasst und holt sich das Ding. Gucken wir uns das nochmal an. Boom. Herzlichen Glückwunsch, Ojulari. 2 Sacks in einem Spiel in der Rookie-Jahr ist schon verdammt gut. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt etwas mitgenommen oder ihr lernt was und vielleicht könnt ihr irgendwann mal der NFL-Experte sein, Patrick ersetzen, mich ersetzen. Und wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, kommentiert. Ich lese das, also Vorschläge, wenn irgendwas besser gemacht werden kann, wie ich das besser noch erklären kann, hier mit der ganzen Technik. Und lasst ein Abo da und die Glocke, damit ihr immer wisst, was Sache ist. Letztes Mal habe ich Tschüss gesagt, deswegen sage ich jetzt Tschüss mit euch.